Wenn du Ich leuchtest bin übrigens so sehr, ist dir nicht sehr warm? So, Alles gut. seid ihr soweit? Also der Pen and Paper Stream ist nämlich schon online. Ach Da werde ich euch so. jetzt aber noch dazu schalten. Also noch ist er nicht da. Warte, im Moment. Ich wollte nur fragen, ob ihr bereit seid. Dann geht's Alle nämlich. rein. Ich bin schon live. Dann geht's nämlich jetzt offiziell los auf dem Pen and Paper. Yay. So, ich grüße die Benlinge. Ich habe mir angelesen, so werdet ihr wohl genannt. Ich hoffe, das ist okay, dass ich heute den Meister ausnahmsweise mal vertrete. Hoffe, ihr könnt ihn auch sehen, rechts oben. Seine Internetleitung gibt es gerade nicht her, dass er selbst streamt. Deshalb ist die Ente hier zusammen mit Franz, Natascha und natürlich Ben. Der Grummelfritz ist leider nicht dabei. Der ist arbeitstechnisch verhindert. Aber ich denke mal, das bekommen wir ganz gut hin. Dann begrüße ich euch auch mal kurz. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir spielen heute ein Pen and Paper, aber wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt anfangen, unterhalten wir uns noch kurz, damit alle Leute kommen können. Also kommt und kommt zahlreich. Und sagt Ja, der Paula auch mal Leane, das Bescheid. spiegelverkehrte Bild macht mich auch fertig. Entschuldigung, Franz, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich habe dich unterbrochen. Schön. Der Bot hat Mod-rechter Winkel. Ja, dann von mir auch noch. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe noch keine Zahl. Ich weiß noch nicht, wie viele Menschen ihr seid, aber ich gehe mal von 1.500 aus, so ungefähr. Das ist so das Minimum, was wir erwarten. Ja, also das ist das Minimum, was wir doch erwarten, das ist das richtige Wort, aber nicht erwarten im Sinne von davon gehen wir aus, sondern erwarten, das ist unsere Erwartung an euch. Ich Versteht hoffe. man, was ich meine? Ich wollte passiv-aggressiv klingen, also kommt, kommt alle und schaut zu. Ente, du hast ein Unendlichkeitsbild erschaffen. Es wird immer Damit kleiner und kleiner und dein kleiner und kleiner Rechtwinkel und kleiner. immer kleiner. So tiny. Und vor allem ist es immer leicht versetzt. Hallo, Fancy hey. Musikvideos machen, dass jeder von euch irgendwie eine Stimme hat und dann basteln wir das zusammen. Ja, krass, das sind ja schon immer fast 60 Kinder. Mega gut. Ich sag auch mal schönen guten Abend. Ich glaube, ich habe gar nicht, ich wollte euch das mal reden lassen. Toll, mal wieder live zu sein und schön bei diesem Happening dabei zu sein. Ist jetzt auch das erste Mal für mich jetzt so live PNP-Stream. Mit euch beiden. Franz, wir kennen uns noch gar nicht. Grüß dich. Ja, also ich kenne dich, weil ich stalk dich. Aber sonst nicht. Und Natascha, hey, wir haben uns schon mal in dem GameStar-Büro die Hand geschüttelt. Grüß Yes, dich. letztes Jahr. Schön, dass ihr dabei seid. Und Ente, vielen Dank, dass du mich vertrittst auf meinem Kanal. Ich überlege gerade, ich habe dir gar keinen Passwort gegeben. Wie kommst du überhaupt auf meinen Kanal? Nein, Das alles sind richtig, Dinge alles gut. passiert. Genau, und es sind noch ganz viele Leute noch im Hintergrund. Wir haben tatsächlich sogar Regie und Techniker und all die tollen Leute, die das heute hier möglich machen. Ja, damit wir hier für einen guten Zweck ein bisschen Unterhaltung bringen, nicht wahr? Und hoffentlich den Abend würfelmäßig überleben. Ach du Backe, ich habe vergessen, mir einen Würfel zu holen. W10 oder W100. I, ja, also, So W10 und W100. ihr könnt rein theoretisch auch im Feierabend direkt würfeln. Wir haben einen Nein, nein, Würfelwurf, nein, nein, der nein. das Also Moment, möglich wir macht. müssen im Feierabend würfeln, weil, oder du musst deine Kamera auf deinen Würfel richten, aber du kannst ja viel erzählen. Wuhu, danke für die Subscription, Dirty Dan. Du kannst ja lang erzählen, dass du hier jetzt eine 6 gewürfelt hast, wenn du sie uns nicht zeigen kannst. Ich kann den Ich glaub Verdeckel euch würfeln. alles. Übrigens das Ja, Wichtigste. dann Bleistifte. Stifte. 10 Stück. ja, also mein Putzerfisch, wie Dobby ihn. China Tiger, Mein Name danke schön. Vielen ist Dank für die Subscription. Jenny. das ist cool. Mein Putzerfisch kommt auch nachher wieder und der kann mir dann einen Würfel bringen. Hey, Seppel of Berlin, vielen Dank für das Abo. Wir müssen mal kurz gucken, wollen wir das einfach so reinquatschen, wenn wir uns bei unseren Leuten bedanken und so? Das müssen wir irgendwie machen, auch für Donations und so, ne? Und dann kann es Das, manchmal ein bisschen chaotisch werden. ja, könnt ihr machen, aber in Wir Charakter. können uns theoretisch auch in Entsprochen. Character. Okay.
kriegt einen Funkspruch von oben. Ich habe gerade gehört, Dirty Dan hat irgendwie... Wir können uns theoretisch ja muten, während wir uns bedanken. Aber dann, ja, dann sehen wir verrückt aus, weil wir ins Nichts reden. Geht das hier? Was heißt hier mal wieder am Essen? Ich habe extra Abend gegessen, bevor der Stream angefangen hat. Der Stream hört mich noch, ne? Ihr hört mich noch, aber die hören mich nicht mehr. Haha, das sind alles Vollidioten. Guckt dir nicht mehr dazu. Guckt lieber mich an, Alter. Nein, Quatsch. So ein Test. Ihr könnt mich hören, ne? Logischerweise, ja. Okay, das geht. Ich kann mich auch einfach muten und schlecht über euch reden. So, wie sieht's aus? Was halten wir davon, wenn wir uns jetzt mal den Stream, den Trailer anschauen? Genau, es gibt nämlich einen hochoffiziellen Trailer, den wir euch zur Einstimmung gerne zeigen würden. Yep. Moment, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Hier. Starten wir den? Ja, aber wir müssen uns alle stumm schalten, weil man kann Discord irgendwie nicht stumm schalten, komischerweise. Ich kann nur den Anruf verlassen. Weil sonst hören wir halt das Video jetzt 100 Mal. Also sehen wir uns in 1,5 Minuten hier wieder. Wie kann der Mensch der Höhepunkt der Schöpfung sein, wenn er lediglich Herr über einen Bruchteil der Erde ist? Wenn er sich scheut vor allem, das in der Weite der Weltmeere verborgen ist. Taucher können Tiefen von bis zu 300 Metern erreichen, bevor sie der Wasserdruck wie eine leere Dose zerquetscht. Jeder weitere Meter muss der Tiefe mit schwerem Gerät und körperlicher Anstrengung abgerungen werden, und doch war es kaum möglich, die Mysterien der Meere zu ergründen. Bisher zumindest. Wir präsentieren Core. Erleben Sie das weltweit einzigartige Unterwasserhabitat für Forschungs- und Freizeitzwecke am Meeresboden vor der Küste von Maui. Werden Sie Teil einer elitären Gemeinschaft, einer Gemeinschaft von Menschen, die ihre natürlichen Grenzen überwunden und die Tiefe gezähmt haben. Egal ob ambitioniertes Wissenschaftsunternehmen oder privater Abenteurer. Zögern Sie nicht und buchen Sie noch heute eine unserer letzten verfügbaren Wohn- oder Forschungseinheiten. Lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen. Hi! Hallo? So, also beim Pen & Paper Stream ist der Trailer durchgelaufen. Hoffe ich auch zumindest, dass ihr das alles akustisch verstehen konntet. Könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben, falls irgendwas nicht passt, dann können wir das nämlich noch anpassen. Und dann warten wir noch, dass Natascha den Trailer auch gezeigt hat. Ich habe vergessen, mich wieder zu entmuten. Ich bin wieder da! Ah. Eine technische Frage. War das der alte Obermeier? Ja. Achso, ich hab doch gedacht, das klingt doch wie Michi. Da muss ich ihm noch Danke sagen. Da hat sich Natascha ganz schön ins Zeug gelegt, damit er das für uns einspricht. So, und damit kämen wir dann auch zum offiziellen Teil. Die Teilnehmer müssen wir eigentlich nicht mehr vorstellen, das haben wir eben schon gemacht. Franz, Natascha, Ben, Ente, guten Tag. Das Ganze, das habt ihr auch am Ende des Trailers gesehen, ist eine Idee, ein Event vom Feierabend. Ihr werdet wahrscheinlich auch in den Streams immer mal wieder einen Link dazu sehen. Zum Discord, zum Twitter-Profil. Ihr dürft euch da gerne tummeln. Es wird auch die Bilder, die wir hier zu sehen bekommen während des Pen & Papers, auf dem Discord-Server Feierabend zu sehen geben. Das heißt, wenn euch das zu schnell ging, ihr das nicht mitbekommen habt, könnt ihr da ganz gerne nochmal vorbeischauen. Könnt auch gerne über das Pen & Paper hinaus da bleiben. Das dazu. Unser Pen & Paper hat eine kleine Besonderheit, wir versuchen euch, so gut es denn geht, mit einzubinden. Das heißt, Mitglieder der Community werden zwischendrin ein bisschen teilnehmen können und ihr könnt auch ganz direkt im Stream teilnehmen. Das funktioniert über die Spenden. Wenn ihr mit euren Spenden gewisse Marke erreicht, das wird euch der Bot dann auch mit, wird eine Umfrage gestartet.
zu einem Bonus, der mehr oder weniger nützlich sein kann und wer diesen Bonus bekommen soll. Ihr habt dann ein paar Minuten Zeit, bis die Umfrage beendet wird. Die Umfrage könnt ihr ganz einfach, oder an der Umfrage könnt ihr teilnehmen, indem ihr in den Chat reintippt, Ausrufezeichen Vote und dann Leerzeichen und dann den Namen desjenigen, also entweder Vote Natascha, Vote Franz oder Vote Ente. Und wer auch immer dann die Umfrage gewinnt, der wird dann mit dieser Belohnung belohnt oder eben bestraft, je nachdem, was dabei rauskommt. Müsste auch im YouTube-Chat funktionieren, wenn da nichts dazwischen kommt. Spenden könnt ihr aber nur in den beiden Twitch-Streams, also bei Natascha und Franz. Das ganze Geld, mal schauen, wie viel zusammenkommt, geht auf jeden Fall an den Helden e.V. Das ist ein Verein und die Infos zum Helden e.V., die werden auch vom Bot immer mal wieder gepostet. Das heißt, da könnt ihr euch mal umschauen, wozu die das machen. Und vielleicht gibt es daher auch noch ein paar Informationen mehr. Das also fürs Erste zum System. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auch gerne im Feierabend bequatschen. Da gibt es genug Leute, die euch da qualifiziert weiterhelfen können. Und ansonsten kann es mit dem Pen and Paper eigentlich losgehen. Yeah. Ich muss noch eine Sache kurz machen. Ich kann nichts auf den Greenscreen legen, weil das Discord ist. Franz hat sich stumm geschaltet, der ist beschäftigt. So, ich bin wieder da, Entschuldigung. Ich musste nur kurz die Nörgler entnörgeln. Sehr gut. Ja, Herrschaften. Wieso flackert denn das? Franz flackert bei mir. Stimmt, bei mir eben auch. Oh, ihr flackert auch. Ihr flackert alle. Das blinkt immer so hin und her. Ah. Okay, also. Ja, wir überspielen die technischen Probleme einfach gekonnt, als wären sie. Nee, Moment, wir müssen da so ein Disclaimer machen. Das macht die PlayStation am Anfang auch immer. Wenn ihr Epilepsie habt, dann lasst es. Oder guten Geschmack, weil ihr werdet mich bestimmt tanzen sehen. Wunderbar. Und wollen wir dann vielleicht mit den Charaktervorstellungen starten? Genau. Wir müssen doch, sorry, eine letzte technische Sache. Ente, stehst du auf deiner Internetleitung? Weil du klingst wie ein halber kranker Roboter. Nicht, dass ich wüsste. Eigentlich ist die Verbindung auch ganz gut. Ich schau mal, was ich da machen kann, während ihr euch vorstellt. Aber dann ist gut, sorry. Gut. Genau, bevor wir die Charaktere, die drei hier kennenlernen, vielleicht erstmal ganz kurz die Gegebenheit, in denen sich diese Charaktere befinden. Ihr habt es im Trailer schon gesehen, wir tauchen ab 1000 Meter in die Tiefe des Pazifischen Ozeans. In der Nähe von Maui ist eine internationale Forschungseinrichtung gebaut worden, die sogenannte Core. Und in diesem Kern haben sich Wissenschaftler einer Staatengemeinschaft zusammengefunden, um in der Tiefsee zu forschen. Aber weil Forschung und Wissenschaft allein nicht genug Geld bringt, das wissen wir alle, werden jetzt auch gelangweilte reiche Touristen in diese Unterwasserstadt geschleust. Das bedeutet für alle, die dort arbeiten, doppelt so viel Arbeit und Stress. Und zwei der Personen, die dort arbeiten, die haben wir auch hier. Wir haben jemanden von der Sicherheit zum Glück. Und wir haben den wichtigsten Mann da unten, den Facility Manager, den Hausmeister. Und wer ist denn von der Sicherheit? Das bin ich. Mein Name ist Svenja Plock. Ich hätte mir einen Namen aussuchen sollen, den ich auch aussprechen kann. Poklonskaya. Mein Name ist Svenja Poklonskaya. Fuck. Wir nennen dich Svenja, glaube ich. Mein Name ist Svenja. Ich bin Lieutenant Commander in der Corps. Ich komme von der amerikanischen Navy, habe dort jahrelang gedient und wurde jetzt hier eingesetzt, um für die Sicherheit zu sorgen. Genau. Und für die Sauberkeit sorgt unter anderem? Ja, also, bevor wir hier mit sowas anfangen. Also Sauberkeit, ja, das ist ja erstmal ein weites Feld. Also das ist ja, im Grunde Sicherheit ist ja auch viel mit dabei. Ne? Wenn ich zum Beispiel vergesse, hier so ein Wischmops-Schild aufzustellen, dann liegen da plötzlich hier die hochrangigen Leute auf der Nase. Und das ist schon mehr als. Also Putzen ist der kleinste Teil, den ich hier mache. Aber ich bin Fritz McGuffin. Angetreten aus den USA.
hier auf dieser wunderschönen Station, um für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Genau. Ihr seid schon ein bisschen länger da. Es werden so alle 6 Monate wird der Staff ausgetauscht, wegen Tiefenkoller und so weiter. Und es gibt aber auch eine Person, die mit dem letzten U-Boot voll Touristen hier angekommen ist. Und das ist... Das ist Tom Schlupfstein, seines Zeichens Meeresbiologe. Mehr oder minder erfolgreich, aber sehr engagiert und motiviert. Hat sich in vielen Bereichen vieles an Wissen angeeignet, das er nicht immer produktiv umsetzen kann, weshalb er jetzt mit der Core-Reise hofft, da endlich mal Resultate seinem Resümee hinzuzufügen. Ist an sich kein besonders offener Typ, lebt in seinem Labor und kennt die restliche Besatzung bisher eher weniger. Vielen genau. Dank. Man kann nämlich Labore anmieten. Also wenn irgendjemand da unten ein bisschen forschen will, dann kann man sich da sehr, sehr schön einschließen und den Rest der Welt und den Rest des Meeres draußen lassen. Oder man genießt einfach die Unterwasserwelt, macht ein paar Tauchgänge mit einem kleinen Tauchroboter und macht einen Abenteuerurlaub der besonderen Art. Die Core besteht aus 3 großen Einheiten. Dem Habitat, dort findet meistens das Leben statt. Dort gibt es eine Kantine und Aufenthaltsräume und ein Observatorium und die Schlafzellen für Besatzung und Touristen. Dann gibt es das Science Hub, da sind 6 Labore drin, in denen man sich wie gesagt einmieten kann. Und Maintenance, da ist der Hauptkontrollraum, aber auch die Druckausgleichskammer, bei der ihr alle angekommen seid für die Kompression. Und dort sind auch die Generatoren und ja, auch der Tauchausstieg. Ihr kennt euch mittlerweile darin aus. Ihr habt euch auch an den ziemlich krassen Druck hier unten gewöhnt und mittlerweile lebt sich hier wie in einem Trailer. Ja, also man geht durch die Tubes durch von einem Habitat zum anderen und man macht das, was man hier täglich so tut. Genau. Täglich so tut man zum Beispiel Frühstücken. Ihr 3 seid gerade in der Kantine. Es ist mit der Zeit immer so eine Sache hier unter Wasser, aber da es ja auch Uhren gibt, weiß man, jetzt ist mittlerweile Frühstückszeit und dementsprechend gibt es Rührei und ihr sitzt an einem Tisch. Es ist momentan, die Core kann ungefähr 30 Personen aufnehmen. Momentan ist ungefähr die Hälfte überhaupt gebucht, plus die 2, 3 Leute, die zum Beispiel mit Natascha arbeiten, mit Svenja und ein paar, die auch mit Fritz arbeiten. Aber insgesamt läuft die ganze Core momentan auf Sparflamme. Was gar nicht auf Sparflamme läuft, ist der ewige Streit zwischen 2 Köpfen in der Core, den ihr mittlerweile auch schon mitbekommen habt. Und zwar haben wir einmal den Chef der Sicherheit. Das ist Mr. Roger Stevens, Amerikaner und dein direkter Vorgesetzter, Svenja. Und er liegt meistens im Clinch mit demjenigen, der für die Touristen zuständig ist. Das ist Anthony Strong. Ein ziemlich gelangweilter Multimilliardär, der ja das Ganze überhaupt für Touristen hat zugänglich werden lassen. Und es gibt fast täglich diesen Streit zwischen Stevens, es geht hier um die Sorglosigkeit der Touristen und die Gefährdung der wissenschaftlichen Abteilungen. Ich kann es Ihnen nicht oft genug sagen, Strong, Sie müssen darauf aufpassen, dass Ihre reichen, verwöhnten Bratzen uns nicht durch die Labore spazieren. Und auf der anderen Seite Strong, der das Argument immer wiederholt. Ja, natürlich, ich kann auch alle Touristen abziehen und dann können wir diese ganze Muschel hier eintüten, weil dann gibt es überhaupt kein Geld. Denn sind wir mal ehrlich, momentan sind 3 ihrer Labore besetzt und davon 1 mehr schlecht als recht. Ich meine, schauen Sie sich das Ding mal an, lange macht sie sowieso nicht mehr. Also hole ich reiche, gelangweilte Bratzen, wie Sie schön sagen, und sorge dafür, dass überhaupt Geld in dieses Projekt fließt. Und beide haben natürlich ein bisschen recht und streiten so über die Köpfe hinweg. Und trennen sich dann auch wieder, streitend, jeweils auseinandergehend. Strong geht Richtung Habitat, den Wohnräumen.
und Stevens Richtung Labor. I ship it. Ja, mit euch zusammen, außer Svenja und Fritz und Tom, also ihr seht da auch einen etwas, den verschüchterten Tom mit Brille und trägst du Laborkittel? Ich trage meinen Laborkittel. Ja, genau, also auch einer dieser Wissenschaftler, die eigentlich nie bis hierher kommen. Seht ihr den Chef der Medical Bay, Dr. Stefan Stranger, ein Deutscher. Und den lässigen und verdammt gut aussehenden Koch Bart Clinton, der der saß für das Rührei zuständig ist. Ansonsten, wie gesagt, mittlerweile ist das Gefühl bei denen, die länger hier sind, eingetreten, dass man sich hier eigentlich in so einem Art Hotel befindet und es ist nicht mehr so viel Spannendes daran, dass über euch 1000 Meter Wasser sind und ab und zu mal so ein Tiefseefisch vorbeischinkt. Was tut ihr, außer essen? Ich suche jemanden, um mich über die mangelnde vegane Essensauswahl zu beschweren. Ja, Clint Barton ist derjenige, der zuständig ist und ist nicht das erste Mal, dass du ihn wohl ansprichst. Was heißt hier vegan? Was willst du? Fisch? Willst du Fisch? Fisch gibt's hier genug. Ich muss Ihnen als Koch doch hoffentlich nicht erklären, was vegane Ernährung ist. Das gehört wohl zumindest, was ich für den Preis, den ich hier zahle, erwarten darf. Vegane Ernährung. Ich bin Meeresbiologe, Umweltschützer und soll jetzt hier Rührei essen. Also das ist eine Katastrophe. Also hast du deshalb den Speck da rausgepult oder was? Unter anderem? Ach so, also, ja. Das ist eine Zumutung. Das ist eine Zumutung. Gibt es hier irgendwas, das nicht aus oder mit Tier hergestellt wurde? Zwieback. Also, Zwieback haben wir da. Zwieback und werde das aber auf meine Rechnung abziehen. Also die Vollverpflegung, das ist ein Witz. Ja, dann müssen Sie sich mit Strong irgendwie prügeln. Ich mache hier, also, ja, Zwieback. Ich hole mal Zwieback für den Mann, ja. Sehe ich das? Höre ich das? Ja klar, es ist recht eng, also ihr habt zwar mehrere Tische zur Auswahl, aber du hörst natürlich schon, dass er sich hier gerade über das gute Rührei beschwert. Das ist überhaupt gar kein Rührei. Das ist hier so eine Pulverplörre. Das ist, das hat noch kein Ei gesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das ist vegan. Und da sind Sie sich sicher? Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Sie sehen jetzt nicht unbedingt aus wie ein Ernährungswissenschaftler. Ja gut, also ich sehe auch nicht aus wie ein Hausmeister, aber das Ding hier schwimmt immer noch, ne? Ach, Sie sind Hausmeister. Ja, Facility Manager, ne? Da hängt eine ganze Menge mit dran. Das ist jetzt zu erklären, also da wird Ihr Zwieback kalt. Da muss man schon ein bisschen... Aber auf jeden Fall, wo wir schon beim Beschweren sind, diese Pulvergeschichte hier, das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist, ich hätte gerne mal ein paar richtige, also, ja, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ein paar richtige Eier. Das wäre ein Traum. Eier. Und ich starre einfach so ein bisschen gedankenverloren ins Nichts. Die Schleuse vom Habitat geht auf und ein afroamerikanischer Besucher, ebenfalls Abenteuerurlauber, kommt rein und setzt sich an den Tisch, wo, ist hier noch frei? Fragt der Svenja. Ich schaue ihn böse an. Glatze, Bart, lächeln, zwinkert. Ich glaube, ich schaue ihn noch ein bisschen böse an, ja. Ich schaue mal, ob da drüben noch was frei ist. Danke. Und dann rutscht er zu Tom gegenüber. Frühstück bitte. Danke. Ich würde hier nichts essen. Also, ganz ehrlich. Naja, ich esse, seit wir hier angekommen sind. Warum? Was ist denn mit dem Essen? Und er schaut kurz zu dem Essen, was der Hausmeister vor sich hat. Das ist aus Pappe. Also Pappmaché. Das ist kein richtiges Rührei. Und ich bin mir relativ sicher, dieser Speck ist aus diesem Soja.
Clinton kommt kurz aus der Küche raus. So, jetzt reicht's aber, Freunde. Jetzt schieße ich scharf, ohne Mist. Wenn noch einmal irgendwas über mein Essen, ich kann nur mit dem arbeiten, was ich bekomme. Und bis die nächste Lieferung von oben kommt, gibt es Rührei-Pampe und Zwieback. Da kann ich jetzt auch nichts zu machen. Ja, ich hab nicht dafür gesorgt, dass jetzt hier dieser ganze Touristen, wenn noch einer irgendwas sagt, dann knallt's. Und es knallt.